Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem kleinen ersten Guide zu The Legend of Zelda Breath of the Wild, und zwar wie ihr an die Zora-Rüstung kommt. Das zeige ich euch in diesem kleinen Guide. Die Zora-Brust ist praktisch, die bekommt dann der Hauptstory. Wenn ihr zu dem König geht und mit ihm redet im Zora-Dorf, dann bekommt ihr die automatisch. Die Hose hier bekommt ihr bei der Amol hier. Dazu müsst ihr nur oben auf dem Donnerhorn, zeige ich auch schon auf der Karte, dieses hier oben. Hier rennt so ein Leune rum, so ein roter Leune. Und ihr müsst einfach nur hier bei ihr die Quest annehmen, dass ihr den Leunen fotografieren müsst. Habt ihr dies getan, bringt ihr das Foto zu ihr zurück und bekommt dann auch schon die Hose. Und wo es das Kopftuch gibt oder den Helm, das zeige ich euch jetzt. Dafür müssen wir ein bisschen gehen. Ich zeige euch auf jeden Fall den besten Weg dorthin. So, dafür gehen wir hier oben raus. Und wir müssen hier hoch zum Totosee. Den schnellsten Weg, ich zeige euch jetzt aber. Aber einfach hier entlang. Die Zora-Rüstung hatte den wesentlichen Vorteil, dass ihr auf jeden Fall Wasserfälle hochschwimmen könnt und euch schneller durchs Wasser bewegen könnt. Habt ihr das Set natürlich komplett, geht es alles noch viel, viel schneller. So, ich habe das dann hier so gemacht, bin hier entlang. Wenn wir hier rüber gleiten. Genau. Okay, und dann einfach hier. Wie gesagt, es geht aber nur, wenn ihr schon das Brustteil habt und die Stiefel habt. Genau, und dann gleich direkt zum nächsten weiter. So, zweiter Wasserfall hoch. Ziemlich weit oben das Ganze. So, und schon sind wir an dem See angekommen, und wo ihr hier die Zora-Rüstung findet. Ist gar nicht so leicht, dass man das gleich rausfindet, aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall. So, ihr braucht auf jeden Fall das Magnetmodul dafür. Und wenn ihr hier steht, von da seid ihr gekommen, und ihr müsst euch hier oben raufstellen. Da ist eine Kiste, Leute. Holt doch mal schön raus da. Und schmeißt es einfach hier hinten hin. So. Sollte eigentlich da bleiben. Holen wir sie nochmal schnell raus. So. Tada, Zora-Helm. So, damit wäre das Set dann komplett. Und ihr habt auf jeden Fall einen echt großen Vorteil im Wasser. Wenn euch der Guide ein bisschen gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, zeigt es mir doch, lasst mir einfach Likes da, Kommentare oder auch vielleicht ein Abo, wenn ihr wollt. Genau, ansonsten sehen wir uns im nächsten Guide oder auch in dem Zelda Let's Play, das ja auch gerade bei mir auf dem Kanal läuft. So, viel Spaß, ciao, ciao, euer Andi.